Okay, I finally made it to Milkmaid, and this is the very first Milkmaid flavor I'm ever going to try and or review, both, because I've never had one. It's a seasonal flavor, so it's none of their flavors that are always available, but that's actually why I got it, because it sounds really good to me and I just wanted to try it. They have like a monthly membership that where you can order from them, and this one is a seasonal, it's called Seasonal Scream. You can read it right here. And it's a seasonal scream for August, so August is almost over. That's why I had to get it. This flavor is called Coney Island Crunch. It's a salted pretzel ice cream with a beer caramel swirl and chocolate covered pretzels. So everything in it just sounds really interesting. I've read on Instagram that they added real soaked New York style pretzels, like the big ones, the fluffy ones, not the crunchy cracker style ones. So I'm really excited how the consistency of the base turns out. I'm also excited about the beer swirl, because I do like any kind of alcohol in ice cream, but I hate it to drink it just by itself. So I hope it's good in this ice cream as well. And chocolate covered pretzels are always a kind of cool mix, and I hope it tastes a little bit salty. But yeah, so far so good. We'll find out more once I dig deeper into the pint. It's quite expensive. It might be the most expensive ice cream I've ever had in my life. It was $12, so that's really a lot. That's why I also hope that it will be good and not disappointing. If you've ever had any ice cream from Milkmaid, tell me. Unfortunately, they only have one store in New York City, which is called the Tasting Room, where you can buy them. Otherwise, you have to order online or have a monthly monthly membership where you get it shipped. And I'm lucky that I am in New York and that I can just get it. But for all of the other ones in the US, I guess you have to order them. They started selling their pints in New York in a few, like four other shops, I think, around Brooklyn. One in Williamsburg and three other ones in Brooklyn. So I hope they do expand. It looks like this is the 1048th pint of Coney Island Crunch, which is pretty cool. I mean, you can see that it's really a small shop still. They, like, throughout the whole month of August, they have only produced like maybe 1,100 pints. And like I said, August is already almost over. But let's have a look at the little saying here. It says, "Join us for our annual trip to Coney Island, a ride on the Cyclone, a walk down the boardwalk, a viewing of sideshows by the seashore, and a trip to the brewery's new tap room. We honor the historic site with our Coney Island Crunch. We infuse salty pretzels," okay, there's the salt, "in our ice cream base to get the real pretzel taste. Throw in chocolate-covered pretzels for some crunch and lace the whole pint with a beer caramel swirl. Made with Coney Island lager, of course." So yep, that's what it's supposed to be, and I'm really excited now. This is the story of Milkmaid and their address. Right there, this is where the tasting room is. It's free from any gum, starches, or stabilizers, so I am really excited how the consistency turns out. If it's too icy or if it's still creamy, just from the cream itself. And I don't know if you can see it. You have to be able to see it. Looks like half of the pint is just a caramel swirl. Looks so amazing. Oh, and it says French ice cream because it's a custard based ice cream, so there's a lot of egg yolk in this pint. Should be. Here are the ingredients. Yes, fourth ingredient is egg yolk. And then the pretzels I was talking about that they added to the base. We have malted barley, that's also good. Let's just dig into it now, I want to try it. Okay, so they added this layer of paper here, which is good because it means it prevents the top of the ice cream from getting icy. And wow. Wow, wow, wow. I can already see the swirl, I can see the ice cream, which looks like there's something mixed into it, which is the soaked and pureed pretzels, of course. And then there's the chocolate covered pretzel
It's already cracked open so you can see the inside and the chocolate cover around it. Let's just try it. I want to start with the base. And it is extremely creamy because there are no stabilizers in it. It should melt faster than Ben & Jerry's or Häagen-Dazs. This is really interesting. I can feel the pretzels and this slightly bready consistency and taste. It's very subtle, but it's there. I like the base. It's really unique and kind of fluffy though. It could be a little more dense actually. It's a swirl. The color looks very toffee. Like a toffee swirl. Oops. Whoa. That swirl is intense. I don't taste any caramel, to be honest. It tastes like apricot jam with beer in it. Really, or like, I don't know. No, maybe like old apple must. Do you have that word must? Like when you do your apple juice yourself. It tastes a little off. I don't know, it's weird. It's really weird. It's the beer, of course, but But that's a serious piece of pretzel right here. It's huge. Three pieces at once. Trying to get one of them. This is one of them. Amazing. Wow. It's not that crunchy anymore because they are cracked open. There's some moisture of the ice cream itself that goes right into the crunch inside and makes it a little less crunchy, but the chocolate is thick. It's a thick chocolate layer around the pretzels, and it's a dark chocolate and it's cold, and I like cold dark chocolate and ice cream, so it makes a good crunch. And I like that the pretzel pieces are really kind of large. You can see this swirl there, and I gotta admit I'm a little scared just because it tastes a little weird to me. I will definitely film into the pint once I dig deeper into it, but I'm not sure if I would get it again because of that swirl. It's a little too weird. But I'm happy that ice cream companies do make these special flavors and experiment, so not too much critique here. I'll include a picture of the other four monthly screams right now because I'm just excited which one you would have picked. If it would have been the Coney Island Crunch or one of the other ones. Just comment that down below, okay? So I gotta tell you, the base is just really, really, really extremely amazing. You really get this flavor of the pretzels, like the real pretzels, not the chocolate covered pretzels, but those of course too, once you try them. But the ice cream itself is just, they've got this pretzel, soft pretzel, bready kind of feeling and taste to it, and that makes it so special. And I had another look at the ingredients, and I gotta say, they say they don't use any stabilizer. They do use soy lecithin, which is there to enhance the fat content, which is also, it's an emulsifier actually. So that's what they use. No stabilizers, but emulsifiers. I just want to add one more thing. Considering that this pint was filled by a person, not a machine, it's totally worth buying it for $12. I mean, you obviously can't do that every day if you're not really, really, really rich. But even if you aren't and you're just a fan of ice cream, you should give those little local companies a chance and have a special one like this every once in a while. I mean, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, all these major brands, they make good ice cream, but it's just a different level to have a craft ice cream like this. The quality control is really good, but I didn't get the expected bunker of sauce, which looked like there would be one from here. I think it was just around the sides, the sauce, but nothing inside. But still good.
Okay, Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gespannt ich auf dieses Eis bin. Es ist das teuerste Eis, was ich in meinem Leben, glaube ich, gekauft habe. $12 pro Pint. Es gibt es nur in New York in einem Shop, beziehungsweise seit einem Monat jetzt auch ein paar, drei andere oder vier anderen Shops in Brooklyn. Aber es ist wirklich sehr lokal. Man kann es in den USA auch noch bestellen und kriegt es dann monatlich zugeliefert, weil die immer so Sondersorten jeden Monat haben, meistens vier. Und das ist aber auch richtig teuer. Also deswegen, ich war in dem Tasting Room von denen. Milkmaid heißt der Laden. Und das ist eine von den Sondersorten im August. Und die heißt Coney Island Crunch. Und ich kann euch sagen, es klingt so spannend. Das ist ein Karamell-Bierstrudel. Ihr wisst, Alkohol mag ich nur im Eis. Deswegen habe ich hohe Erwartungen. Es ist eine Brezelbasis. Und die Brezelbasis ist so gemacht, dass sie wirklich richtige Brezel, so wie Ditch-Brezeln quasi, aber New York-Style, salzige, eingeweicht haben in Sahne und Milch und püriert haben. Also ich bin sowas von gespannt. Und dann sind da noch schokoladenummantelte Brezel. So wie Salzstangenbrezeln drin. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist so ein richtig handpacked Pint. Das ist eine ganz kleine Auflage. Es ist das 1084. Pint. Hier steht es auch. Im englischen Teil habe ich auch genau vorgelesen, hier was es ist. Da steht auch, dass es ein Seasonal Cream ist. Habe auch ein bisschen was über Milkmaid gesagt. Es ist eben das 1084. Pint. Also es sind wirklich kleine Auflagen. Viel mehr wird es davon auch nicht geben von diesem Seasonal One. Und das ist alles mit der Hand eingepackt. Und ihr seht, das ist alles hier in Karamellstrudel. Seht ihr das? Das sieht einfach nur aus wie Ice Cream Porn. Ich bin so gespannt, ihr glaubt es gar nicht. Und ich will es jetzt ehrlich gesagt auch probieren. Ich habe es gestern Nacht lange transportiert. Ich bin da an mich hingelaufen. Es ist ein Pint natürlich mit 473 Millilitern. Und ja, ich werde es jetzt aufmachen. Ich hoffe, es ist wirklich so gut, wie es aussieht. Gut aus. Es ist immer wichtig, dass so eine Hülle oben drauf ist, weil das Gefrierbrand vermeidet. Achso, und sie verwenden keine Stabilisatoren und gar nichts. Also wirklich nur durch Sahne und so cremig. Ich hoffe deswegen, dass es wirklich noch in Ordnung ist von der Konsistenz. Also ich habe da ich habe es probiert und das Lustige ist, die Basis schmeckt richtig gut. Die ist mir ein bisschen zu fluffig, meiner Meinung nach. Ihr seht sie auch. Aber sie hat eben diese richtig brotige Konsistenz und auch diesen brotigen Geschmack durch diese eingeweichten, pürierten Brezeln. Das ist richtig spannend. Aber dieser Swirl ist ziemlich flüssig. Und ja, er ist leider sehr komisch. Er schmeckt einfach so ein bisschen ranzig, aber auf eine nicht zu schlechte Art und Weise. Er schmeckt so ein bisschen, wie wenn man Apfelmost selbst macht zu Hause. So sind für mich so bald auf Kindergartenerinnerungen, ich weiß auch nicht. Und da ist halt so richtig viel da unten. Ich hoffe, das wird nicht zu crazy. Ich werde euch natürlich nochmal reinfilmen, wenn es soweit ist. Aber es ist schon eine sehr gewagte Kombination. Ich bin froh, dass ich auch noch eine von den Standardsorten geholt habe, nämlich Kaffee mit Cookie Dough. Nur falls das hier jetzt zu krass ist und ich davon nicht einen ganzen Pint auf einmal essen kann, sondern vielleicht nur einen halben, habe ich noch die andere. Und ja, so French Ice Cream, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ist nur, weil es eben mit viel Eigelb drin gemacht ist. Also so eine Custard-Basis. Ja, aber die Brezeln, die sind der Hammer. Ihr seht, die sind richtig groß tatsächlich und dick. Man sieht hier, kann da schon so richtig reingucken. Die sind crunchy. Richtig, also nicht, aber eben nicht ganz, oder sie könnten crunchiger sein. Dadurch, dass sie aufgebrochen sind, ist da schon so ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen und hat das Innere so ein bisschen aufgeweicht. Das ist schade. Aber was toll ist, ist die Schokoladenhülle, weil die richtig, richtig dick ist. Gefrorene, leicht gefrorene, dunkle Schokolade finde ich immer toll und das passt einfach gut mit den Brezeln zusammen. Salzig schmecken sie jetzt so ein bisschen, aber nicht so super doll. An sich eine richtig spannende Kombi. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal reinfilmen. Manchmal ändert sich ja auch nochmal das Empfinden vom Eis, wenn man weiter reinbuddelt. Wenn nicht, dann filme ich euch nur noch so nochmal rein und sage nichts mehr. Wenn doch, sage ich nochmal was. Aber die Basis selbst ist der absolute Hammer. Bisschen zu luftig, meiner Meinung nach, könnte dichter sein. Der Strudel war jetzt erstmal sehr spannend am Anfang. Mal schauen, wie er sich noch entwickelt. Und die Brezeln sind sehr gut. Also für mutige Leute ist es auf jeden Fall cool. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass es so Firmen gibt, die da rum experimentieren. Deswegen werde ich das Pint natürlich auch ganz essen, es war ja auch teuer. Und vielleicht finde ich es ja auch richtig geil, weil, ja, spannendes Eis ist immer besser als so 0815 Eis. Ich bin sehr gespannt, auch noch auf die andere Sorte. Schreibt mal drunter, ob ihr das gekauft hättet. Und ich blende euch auch nochmal ein Bild ein von den anderen monatlichen Flavors. Es gibt ja mal vier. Dann könnt ihr mal drunter schreiben, welche euch davon am meisten interessiert hätte, ob es auch das hier gewesen wäre oder eine andere Sorte. Okay, bis dann. Also, ich muss euch sagen, diese Basis ist einfach nur der Hammer. Sie schmeckt so richtig nach diesen weichen, aufgeweichten, so quasi wie aufgeweichte Ditch-Brezeln da drin. Und sie schmecken ganz leicht danach, aber es schmeckt echt nicht komisch, sondern passt richtig gut zusammen. Und ist trotzdem noch süß, aber richtig schön salzig auch. Und Salz ist auch echt in den Zutaten relativ weit vorne drin. Die Konsistenz ist dadurch eben auch so leicht gebäckmäßig. Ganz spannend. Also man hat wirklich dieses Gefühl, ein bisschen auch so irgendwas Brotiges da drin zu haben tatsächlich. Und ihr seht schon, Salz kommt gleich an nächster Stelle nach den Brezeln. Danach kommt dieser Bier-Karamellstrudel, der
zuhauf da drin ist. Und naja, wird gleich spannend nochmal. Aber was ich noch sagen wollte, ist, sie sagen zwar, sie benutzen keine Stabilisatoren, aber sie benutzen Emulgatoren. Nämlich hier Sojalecithin. Also nicht ganz perfekt, aber zum Glück, weil die Konsistenz würde sonst vielleicht auch ein bisschen drunter leiden, wenn man es sich dann nach Hause holt und es nochmal so ein bisschen antaut und wieder auftaut und eintaut, meine ich. Genau. Ja. Aber es ist echt ein richtig spannendes Eis und es lohnt sich auch echt mal, sich an solche Sachen ranzutrauen, würde ich sagen, als immer nur dieses Standardeis von großen Marken zu kaufen. Das ist ja wirklich auch mit Hand und Liebe eingefüllt. Das macht echt schon einen großen Unterschied. Jeder Becher wird ja wirklich nicht von der Maschine, sondern von einem Menschen eingefüllt. Eine Sache fällt mir noch auf, euch zu sagen. Normalerweise ist es so eine Custard-Basis mit viel Eigelb drin, ja wirklich richtig extrem dicht und cremig. Das ist hier zwar auf seine gewisse Art und Weise auch der Fall, aber es wirkt alles so ein bisschen grober und grainiger irgendwie. Also grober durch diese eingeweichten Brezeln. Das ist einfach sehr besonders, das müsst ihr wissen. Die Qualitätskontrolle ist definitiv schon gut in diesem Eis, aber es ist jetzt nicht so der Soßenbunke gekommen, wie erwartet. Von außen, es war wirklich wie so außen rumgeschmiert um den Pint und innen drin war aber nicht.